Es gibt noch einen weiteren Insignia der Reife. Außer dass du besitzt. Ich stelle fest, dass sich auf der Insel ein Objekt befindet, das dem gleicht, welches du bei dir trägst. Findest du es und fügst du beide zusammen, öffnet sich dir der Weg zum Triforce. Ich empfehle dir, nach diesem Objekt zu suchen. Oh ja, Leute, erinnert sie euch noch? Am Anfang? Beim ersten Part, beim Stream? Da haben wir so eine komische Statue gefunden. Und daran kann ich mich noch gut erinnern. Oh ja. Yeah. Die komische Statue. Mit nur einem Auge. Und damit passt es auch sehr gut zusammen mit den anderen Juwelen. Also ich muss da jetzt nicht groß suchen. Und zwar hier. Die Statue. Da war auch der Typ davor irgendwo. Und der hat auch was gesagt. Dass das irgendwie so... keine Ahnung, irgendeine Bedeutung hat. Habe ich schon wieder vergessen. Was? Aber ja. Oh. Geschick. Was zum... Ich hoffe, da war keine Ends da unten irgendwo. Oh, Alter. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Triforce in diesem Gebäude befindet, liegt bei 85%. 85? Was mit den anderen 15%? Naja, das Gegenteil eben. Achso. Folge Zeldas Auftrag und vernichte den Todbringer. So schnell du kannst. Den Todbringer? Okay, gut, dann töten wir den Todbringer. Außer der bringt mir den Tod. Okay, gut. So. Also gut, Leute, dann gehen wir... Nochmal, Link. Nochmal. Also gut, Leute, dann gehen wir in den Dungeon. Also gut, Leute, dann gehen wir in den Dungeon. Jetzt rein. Und da, Leute, da. Bei den Dungeon, da habe ich aufgegeben. Weil da war so ein Skelett. Das war nicht mal ein Boss. Das war einfach so ein Mini-Boss halt, ne? Einfach so ein Mini-Boss. Gut, das kann man jetzt auch Boss sagen, aber halt so. Der war jetzt nicht so. Ich weiß nicht, ob er jetzt. Ich weiß nicht. Irgendwie war er richtig stark, habe ich ihn. Also. Ich habe ihn früher nicht geschafft, sagen wir so, auf der Wii. Ob ich ihn jetzt schaffe? Mal gucken, Link, jetzt go! Gehen wir da rein. Jetzt gehen wir nicht runter, jetzt gehen wir rauf. Turm des Himmels. Oi, Leute, da können wir gleich mal speichern. Ich habe schon lange nicht mehr gespeichert.
Das muss man mal machen. Und da ist gleich eine Truhe. Die Dungeon-Karte haben wir erhalten. Oha! Das ist interessant. Gleich am Anfang. Dann wird es ein bisschen verwirrt. Oh, ich sehe schon, ja. Oh. Ah ja. Gebiete, ich habe dir etwas zu berichten. In diesem Gebäude befindet sich die drei Quellen heiliger Energie. Die drei Fragmente des Triforce. Ich habe die Orte, an denen ich ihre Kraft verspüre, auf der Karte mit Dreieck markiert. Okay. Ah, da sind sie. Okay. Was steht da? Achso, das kann man nicht lesen. Okay. Das wird ein kleines Spielchen. Ah, man sieht auch hier die Triforce. Warte, wo bin ich jetzt eigentlich? Ah, ich bin da. Okay, warte, wie machen wir das am gescheitesten? Das wird jetzt lustig, Leute. Ja, das wird jetzt ein bisschen dauern, Leute. Ein bisschen überfordert. Du musst nicht alle auf einmal holen, okay. Der letzte Tempel, genau, da habe ich aufgegeben. Aus den eben ertönten Geräuschen schließe ich, dass sich der Aufbau des Gebäudes verändert hat. Durch diese Veränderung ist nun möglich, der angrenzte Raum zu betreten. Okay. Ich schlage vor, dir auch die Nutzung des Kontrolltafel, den Weg zu den Fragmenten des Trevers zu öffnen. Alles klar. Was ist das X? Also Vogelstatue, Vogelstatue, Vogelstatue. Und das X? Das X? Ah, guckt's mal, das ist jetzt so ein Waldding. Ah. Okay. Oh, alles klar. Aha. Ich glaube, bringt es, wenn ich jetzt... Ich weiß nicht, ob ich da noch irgendwas freischalten kann. Also ich meine halt... Gibt's die... Geht das? Das geht nicht, ne? Nee. Okay. Ah, verstehe. Alles klar. Wir müssen auf der anderen Seite beginnen. Boah, ich bin mega jetzt verwirrt. Achso, du meinst mit dem grünen Ding hier. Ja, stimmt. Ich habe jetzt komplett was anderes verstanden mit grün. Aber das passt eigentlich auch. Ich habe jetzt nämlich mit grün jetzt verstanden mit dem Käfer. Weil der Käfer auch irgendwie grün ist. Aber stimmt, mit dem Käfer kann ich den einen Seil durchschneiden. Oh, ja. Genau, da muss man jedes Item nutzen, was geht. So, genau. Lil. Okay. Boah, das ist auch cool gemacht, die Settings. Das dürfte dann, genau, das dürfte mit jedem Dungeon so ein bisschen was sein, ne? Okay.
Okay. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Weg mit dir, du Spinne. Okay, da geht's tief runter. Okay. Alles klar. Boah, Alter, ist aber gar nicht mal so easy. Das ist ja eine Bombe. Okay. Wolltest du abspringen? Ah, verdammt. Okay. Okay. Da war so ein Ding halt. So eine Zielscheibe. Da, wo man rasten kann. Ich glaube, da kann man rasten. Ich habe keine Ahnung, was ich mit die Bomben machen soll. Ah, da kann ich dahin. Okay. Oh. Okay, ich dachte nicht, dass der Link jetzt so stark jetzt schwingt. Ah, so. Dafür sind die Bomben. Ups. Ich dachte, der fliegt jetzt durch. Wie viel habe ich getroffen? Alle? Sehr gut. Gut. So. Warte, bei einem Raum muss man einfach gefühlt alle Items einsetzen. Oh, ich bin. Aber gut. Ist auch jetzt der letzte Dungeon, Leute, ne? Denn das Triforce muss ja gut versteckt sein und schwer. Man muss schwer rankommen. Schmetterlinge, stimmt. Jetzt kommen wieder coole Zeichenskills. Und zwar zeichnen wir einen Triforce. Warte, das machen wir ganz tricky. So. So. Und so. Okay, ja. Ist Triforce-mäßig, oder? Nice. So, okay. Oha. Warte, ich glaube, da ist da der. Da brauche ich einen Schlüssel. Bitte Stieg. Also bitte Stieggebieter. Stieggebieter. Habe ich jetzt gegessen. Dieses Wappen auf dem Boden ist das Wappen von Farore. Ich spüre die Macht des Triforce, die davon ausgeht. Oh, es knackst wieder, Leute. Ich schlage vor, durch diese Tür zu gehen, um das heilige Wappen zu erreichen. Alles klar. Da haben wir letztens aufgehört. Für YouTube ist es wieder ein kleiner Cut. Denn ich hatte wieder dasselbe Problem mit Knacksen halt. Ja, auf jeden Fall. Wir machen jetzt schon weiter, wo wir aufgehört haben. Und wir scheinen, ist es das schon Finale mäßig, ne? Es wird schon, es geht schon langsam zum Ende. So, warte, wo sind wir nochmal? Ich muss mal gucken. Ah, okay. Okay. Mhm. Okay, hier ist mal eine Tür versiegelt mit dem Schlüssel da. Hier können wir nichts anstellen. Oder?
Können wir wieder Peitschen machen? Nee, da ist nichts, ne? Ich sehe da jetzt nichts. Okay. Und hier können wir auch nicht weiter. Okay, das ist... Achso, weil... Achso, hier können wir nicht weiter, weil es ja nicht... Weil da kein Ding ist, kein Ausgang, ne? Okay, brauchen wir erstmal einen Schlüssel. Dann können wir mal da durch. Den Schlüssel werden wir wahrscheinlich irgendwo bei einem anderen Raum bekommen. Hier ist eine Truhe. So. Okay. Ich glaube, wir müssen ein bisschen wieder was verschieben. Okay. Das heißt, ich brauche, glaube ich, den da. Warte, wie komme ich zu den da? So. Wie ich mich da anstelle. Also ich muss sagen, der Dungeon ist schon echt knifflig. Oh Mann, Leute, warte. Ich guck mal kurz. Da ist die Truhe, ne? Aber warte mal, ich könnte mal gucken, was da ist jetzt. Jetzt haben wir das mal verschoben. Wir gucken uns mal die Räume an. So, vielleicht ist da ein Schlüssel. Ist das Ton eigentlich laut? Ich hoffe nicht. So. Ich hoffe der Game-Ton passt, also vom Spiel. Aber ich glaube, er passt, ne? Weil ich habe eigentlich nichts verändert. So. Okay. Ah. Da war so ein Raum von Ding, ne? Aha. Von der Wüstenrandelle. Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, hallo. Ah, Mann. So, okay. Ja, die sind echt stark. Ich muss sagen, da kann selbst das Master Sword nicht viel anrichten. Wenn man dann ein Schwert berührt halt, ne? Okay. Okay, gut, das nehmen wir mit. Oh, hallo. Oh, hallo. Ah, warte, das war ein bisschen zu schnell. Nochmal. Ah. Jetzt kommen die zwei Bälle. Okay, komm. Schieß. Bam. Nice. Der gibt echt viele Rubine, ne? Aber jetzt hat er nicht zu viel gedroppt. So. Aha. Verstehe. Warte, ist das Lava? Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber das sieht ein bisschen gefährlich aus. Wir wollen da hoch. Achso, das ist so ein... Achso, das ist so ein... So eine Bahn halt. Ah. Achso. Achso. Okay. Warte, kann ich da eigentlich nicht schnell reingehen? Nein, kann ich nicht. Link, wieso gehst du nicht einfach rein? Link, das stelle ich nicht so an, ja? Ah, ach so. Okay. Ich muss da von der anderen Seite rein. Okay. Ach so. Ach so. Stimmt ja, die Kugel kommt ja nicht mit. Aber so kommt sie mit, Leute. Ja, das ergibt Sinn. Okay. Ich dachte nämlich, da ist irgendwas. Aber nein. Wir müssen die Kugel mitnehmen. Bis zum Ende. Was ist das da? Achso, verstehe. Okay. Aha. Okay. Aha. Okay.
Aha. Okay. So ist das also. Hier müssen wir mit dem Staubsauger arbeiten. Oder mit dem Puster. Ist ja kein Staubsauger. Aber so ähnlich, ne? Warte, nein, 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 so. Es ist schwer. Es ist schwer, Leute. So, und jetzt muss ich da draufstehen. Genau. Und dann kommt es da weiter. Gut so. Gut so. Und jetzt? Aha, und jetzt muss ich das Auge da oben abschießen. Warte, oh nein, Bewegungssteuerung. So. Okay, gut so. Genau, das machen wir so, okay. Und jetzt. Aha. Aha. Dann schmeißen wir da rein da. Was ist das da eigentlich? Okay, dann machen wir das auf. Was ist da? Ich glaube, ich hätte die Kugel gebraucht. Ich hätte die Kugel gebraucht für den Raum. Achso, nein, das ist ein Shortcut nur. Ah, okay, 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 okay. Ah, oh. Da muss ich mit der Peitsche irgendwas machen. Oh Gott. Peitsche, jetzt mal, jetzt nur den Hebel umlegen. So, ah, und ich... Das kann ich wieder zurück... Ah, ich muss die Teile abballern. Okay, okay, okay. Mensch. Aua. Okay. So. Okay, wieder umdrehen. Bam, bam, bam. So. Oh nein. So. So. Gleich haben wir's. Jawohl. Gut, Leute. Die Truhe ist... Oh, da haben wir auch noch so einen Schalter. Okay, das erklärt meine Stimme gleich. Die beschwindet. das erklärt einiges. Denn damit können wir gleich da einige Sachen umstellen. Was ist da? Achso. Das ist. Da waren wir schon. Okay, gut. Oder kann ich da was umstellen? Nee, ich kann es mir anschauen. Oder? Nein, ich kann es auch verschieben. Okay. Wir sind jetzt da. Ah, das ist dann aber... Ah, so ist das. Das ergibt dann alles viel mehr einen Sinn. Wir müssen dann verschiebt. Okay. So, einen Moment. Das machen wir. Warte, kann ich das irgendwie so machen, dass der raufgehen? Na egal, machen wir mal so.
So, machen wir mal so. Holen wir mal... Achso. Ich habe jetzt eigentlich gar nichts verändert. Da ist die Truhe gewesen. Okay. Okay, nochmal. Weil ich wollte die Truhe haben. So, warte, was habe ich jetzt da geschoben? Das. Warte, kann ich das vielleicht noch ein bisschen anders machen? Ja, ich kann das ein bisschen anders machen. Genau, dann bekomme ich die Truhe. Dann habe ich noch zwei Räume unentdeckt. Ja, machen wir das so. Let's go. Ich muss sagen, der Dungeon ist schon cool gemacht. Ist es gut, dass ich da den Weg nehme? Egal. Gehen wir auf den Weg, den wir kriegen, Leute. Also den mag ich, den Dungeon. Der kann's. So, wir werden dann einfach mal irgendwo hin. Irgendwo hinwerfen. So, und der Raum ist jetzt ein komplett anderer. Ah, so ein Feuertempelraum. Okay. Alles klar. Hier kann man kriechen. Oh, Bomben. Okay. So. Ah, okay. Da kann man es aufspringen. So, zack. Runter. Werfen. Nein, warte, Link. Nein, Link. Link, Bombe werfen. So, und rollen. Und rollen. Warte, wie kann ich nochmal? Jetzt geht's. So. Man sieht gar nichts. Link, deine Beine waren im Weg. Na, egal. Sehr schöne Beine. Oha. So ein Schleimblob. Okay, was ist da jetzt? Ah, da kann ich mich runtergraben. Alles klar. So. Okay, da kann ich das Tor auföffnen. Zack. So, jetzt die Frage. Kann ich da auch noch links gehen? Oder brauche ich da eine Bombe? Da brauche ich eine Bombe. Okay. So. Okay, dann gucken wir mal, was das so ist, ne? Find's echt cool gemacht. Das sind so kleine Räume mit so kleinen Rätseln, sag ich jetzt mal. Und ja. Oha. Ich finde es echt lustig, dass die Gegner einfach da im Dungeon zu verweilen. So ein paar tausend Jahren oder keine Ahnung, wie viel Zeit da vergangen ist halt. Und ja. Finde den leuchtenden Stein, schlage den untersten zuerst. Nur so öffnet sich das Tor. Finde den leuchtenden Stein, schlage den untersten zuerst. Okay. 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 Leuchtende Steine. Ups. Und let's go. Wurf. Oh. Oha. Habt ihr den Wurf gesehen? Der war richtig cool. Ah, das ist der unterste. Okay. Ja gut, ganz ehrlich, also
Ich sehe jetzt keinen Obersten. Oder ist es der Oberste? Das wär's jetzt. Treffe ich? Ich treffe... Wisst ihr was? Ich nehme den Käfer. Käfer? Käfer. So, okay. Den untersten zuerst. Wo sind die anderen Kristalle? Wo sind die? Ah, okay. Den habe ich ja gar nicht mal gesehen. So. Hallo? Anderer Kristall. So, okay. Gibt's noch einen? Es gibt noch einen. Es gibt noch einen, aber wo ist der andere? Ist er hier? Ach so, warte mal. Kann ich da denn lang? Ah, dann kann ich entlang, weil da habe ich die Ranken gesehen. Beim Käfer. So. Aha! Okay, dann machen wir es so. Wir nehmen das Master Schwert und laden es auf und zack! Zerschneiden es einfach durch. Okay, das ist eine Bombe. Was bringt die Bombe? Ah. Das bringt die Bombe. Okay, warte. Das, da brauchen wir sehr viel Feingefühl, Leute. Ja, das war gut, Link, aber nicht so, wie ich es haben wollte. Ja, das ist, ja, das reicht schon, glaube ich. So, okay. Oder? Reicht das? Oh, bei der anderen Seite, glaube ich. Ich glaube, ich brauche... sowas frei machen. Ja, ganz genau. Machen wir noch was frei. So, genau. Damit wir da freie Bahn haben. So, sehr gut, sehr gut. Dann nutzt man auch wieder den Käfer. Flieg einfach durch, Käfer. Flieg und Sieg. Mit dem kommen wir sicher durch, Leute. Mit dem treffen wir. Sehr gut, okay. Gut so. Damit haben wir den nächsten Raum gut bestanden. Und ja, die können es. Die Räume. Die Ram. Warte mal, da war ich ja schon. Nein, war ich nicht. Oder? War ich da schon? Nee, das sieht nur so. Ah, okay, ich bin jetzt wieder auf der anderen Seite. Alles klar. Der Raum sah nur so ähnlich aus. Alles klar, alles klar, alles klar. Da haben wir so einen Shortcut. Da können wir es so machen. Falls wir. Was umstellen müssen. So. Und wir müssen da lang. Und jetzt müssen wir. Müssen wir das wieder umstellen? Ich glaube, wir müssen es wieder umstellen. Ich glaube, wir müssen es wieder umstellen. Ah, ja. Ich glaube, das sieht jetzt gut aus. Warte, Leute, ich muss kurz beim Fenster zumachen. Denn, denn. Ach so, jetzt können wir da lang. Ah. Ah, ja.
Ja, genau. Ja, die Tür, die versperren ja immer so einen Weg halt. Aha, mhm. Okay, da ist auch so ein Wurm. Okay, das wird jetzt so ein Wurmfight. Oh, das sind zwei Würmer. Oha. Oha. Das wird jetzt stressig, Leute. Mit zwei ist es gefährlich. Jetzt warte. Bam. Hinterher rennen. Oh. Oh. Hab ich gesehen, Leute. Oh, oh. Die geht da lang. Ha. Ha. Bleib mal da. Ich glaube, der geht nicht lang, oder? Gut so. Bam. So, der eine Wurm ist mal weg. Der eine ist mal erledigt. Der andere ist auch gleich weg. Okay. Oh, hallo. Zack. So, der zweite ist auch weg. Den, den. Den, den. Und wir können jetzt weiter. Okay, so, dann gehen wir mal da lang. Okay, hier können wir umstellen, ne? Da gibt es auch einen Shortcut, das zu öffnen. Ja, genau, ne? Irgendwo hier. Wo ist das? Da. Nice. Okay, 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 Leute. Jetzt gehen wir mal da weiter. Das ist eine Fee! Habe ich noch eine Flasche? Natürlich habe ich noch eine Flasche. Ich hätte mir Flaschen auffüllen können. Aber habe ich jetzt nicht gemacht. Ups. Sehr gut. Moment, zweiter. Ah, ist es der Raum, wo ich... Nein, das ist nicht der Raum, das ist ein anderer Raum. Früher bin ich bei einem Raum bei einem Skelett gescheitert, aber das ist nicht der da. Aua. Das war so ein anderer. Okay. Und da habe ich noch ein Schild. Okay, warte, ich muss parieren. Moment. Ah, warte, ich schaff das nicht. Weg mit dir nach hinten. Hoch. Hoch. Oh nein. Oh nein. Ich habe noch eine Fee, Leute. Ich habe noch eine Fee. Oha, das ist unfair. Er hat einen Elektroschocker gemacht. Okay, jetzt macht er wieder einen Elektroschocker. Okay, wenn er so lange braucht, dann macht er Elektroschocker. Okay, wenn er es so macht, dann macht er auch Elektroschocker. Okay. Weg mit dir. Jetzt kommt Runde 2, ne? Und ich stehe wieder da hinten.
Oh, der braucht so lang. Verdammt. Ich glaube, er braucht jetzt immer so lang, ne? Ah, der Weg wird auch immer kürzer. Sehr gut. Okay, Leute, wir haben nur ein halbes Herz. Alter. Okay, gut, das war's mit dem halben Herz. Da ist der Captain Hook wieder. Oder... ja. Ein anderer Captain Hook mit einer Krone. Oh. Ohne mit dir. Also der macht den Angriff und Link geht ganz zurück. Runde mit dir. Da guckst du, ne? Dass ich jetzt geblockt habe. Mhm. Da gucken die alle. Oh yeah. So, da hinten können wir auch, weil wir gehen nach vor. Denn hier gibt es eine Truhe. Oh Leute, was haben wir denn zu reden? Ist da... nee, Beschlüssel sind so kleine... oder? Ja, das ist der Schlüssel, genau. Schlüssel, Leute, Schlüssel. Den brauchen wir. Wie komme ich jetzt wieder... ah, okay. Warte mal. Seitlich sind auch Herzen. Aha. Die hole ich mir. Sehr gut. Die nehmen wir mit, Leute. Ah, die sind wichtig. Ist auch noch was? Nee, da gibt es nichts mehr. Okay, gut so. Wir haben einen Schlüssel. Damit können wir ein Triforce-Teil holen. Den grünen. Ich glaube, das war der grüne. Und ja. Das ist nice. Das heißt, müssen wir nur... wir sind jetzt hier. Okay. Auch wieder den Raum. Genau. So, einen Moment. Oh Leute, ich muss ganz dringend aufs Klo wieder. Also, das ist wieder, also... ich muss mal wieder. Ich muss. Aber wir machen das gleich. So. Huch. Achso, ja genau. Klar, weil da kann man kein da ist kein Durchgang. Deshalb wird der Weg versperrt. Ah, okay, so funktioniert das genau. Okay, so. Keine Herzen. Egal. Die Herzen, die wir haben, das reicht schon. So, jetzt sind wir wieder da. Jetzt haben wir einen Schlüssel. Jetzt können wir da was machen. Oh, das sind die Boblins. Dicker Boblin. Hallo. Oh, das sind zwei. Alter, seid ihr... hallo. Was geht mit euch? Nehmt's das. Da guckt ihr, ne? Die gehen gleich zurück. Kann ich mit der Peitsche irgendwas machen? Ich glaube schon, ne? Ups. Ja, Link, genau das wollen wir. Das wollen wir tun, Link. Bam! Oha, die Bombe one-hitted ja. Oder? Macht ja mächtigen Schaden. Oh, deshalb halten sie sich einfach die Bombe. Ich wusste, dass sie gut Schaden macht, aber dass sie so krass ist. Krass. Oh Leute, da bin ich stehen geblieben. Also früher bei der Wii-Zeit. Ich glaube, das war der Raum. Oder?
Oh Gott, das sind so viele. Hilfe. Ich schieße alle mit meinem Bogen. Oh. So. Da ist noch einer. Oder sind mehrere noch? Das sind noch ganz viele. Oh, alle. Und das sind Herzen. Er schreit da. Da oben ist noch einer. Oh nein. Warte, der eine muss ich noch abhalten. Okay, okay, warte, 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 warte. Warte, der eine. So, okay, gut. Jetzt können wir uns an die Skelette kümmern, also anlegen. Auf falsche Seite. Ich könnte auch eine Bombe nutzen, ne? Aber nee, passt schon. Oh, da oben sind noch. Da ist auch eine Bombe, habe ich gesehen. Aber gut, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Das ist noch eine Kampfmusik, Leute. Ist noch etwas? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen weiter. Oh, da bin ich stehen geblieben, Leute. Da, genau das ist der Raum. Oh, ja, genau. Der hat mich. Ich weiß nicht, der hat mich irgendwie gebrochen, Leute. Den konnte ich nicht besiegen früher. Der war irgendwie echt, echt stark. Obwohl ich gegen ihn schon einmal gekämpft habe, ne? Der ist ja nicht neu. Und was machen die da? Ah, vielleicht habe ich ihn darum nicht besiegt, weil da die Gegner noch dabei waren. Okay, jetzt kommen die vier Schwerter. Ah, pieksen nicht vergessen, Leute, pieksen. Oh, pieksen. Pieksen. Okay, kein pieksen. Ah, pieksen. Kein pieksen. Der eine klappert sich auf mich. Geh weg da. Oh nein, was macht der da? Hobla. Oh nein, oh nein, oh nein. Zurück, 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 zurück. Warte, ich brauche Herzen. Link. Oh Gott. Hey, ich habe seinen Helm weggeschlagen. Oh, ich habe noch ein Herz. Okay, gut. Oh, dahin lag noch ein Herz.
Versuch mal, auf ihn loszusprinten. Okay. Ah, das ist ein guter Plan. Oh. Oh. Pieksen, Leute, pieksen. Ich muss wieder pieksen. Pieksen. Ah, zu langsam gepiekst. Ich muss schneller pieksen. Ah, nein, nicht zu. Nein, nein, lass mal lieber mit pieksen. Keine gute Idee mit pieksen. Okay, ich weiß nicht, wieso ich jetzt nochmal gemacht habe, aber ich wollte nochmal pieksen. Also die gehen mir auch auf den, die Kleinen da, aber gut, die sind eh nicht so schlimm. Au! Okay, okay, ja. Warte, der hat seinen Helfer wieder verloren. Der muss gleich K.O. sein. Ah, verdammt. Ich habe meinen Joy-Con fallen lassen. Beim Pieksen. Er ist dead. So, okay, ich habe besiegt, Leute. Oder? Ja, genau. Sehr schön. Da sind noch mehr Stände. Oh, eine Fee. So. Dann können wir. Bist aber für mich. Ist es auch noch recht. Was? Auch recht, wenn es ein bisschen laut ist. Auch recht, wenn es ein bisschen laut ist. Achso, du meinst. Achso, du meinst den Game Sound jetzt. Ja, nee, das passt schon so. Das passt schon so. Lauter? So, warte mal, ich muss mal gucken. Lass mal so. So. Okay. Gebiete, ich habe dir etwas zu berichten. Du hast das Wappen erreicht. Nice. Stoße dein Schwert in den Wappen und du wirst zum Triforce geführt. Ich werde zum Triforce geführt. Okay. Moment, erstmal mache ich das da. Shortcut, Leute, ne? Wisst Bescheid. Und. Ja. Ja. Okay. Da ist ein Triforce. Du hast das Triforce des Mutes erhalten. Diese Macht wurde einst den Menschen von den Göttern geschenkt. Sammle die drei Artefakte und dir wird die unendliche Kraft geschenkt, die dir jeden noch so großen Wunsch gewährt. Sammle zwei weitere Artefakte, um das Triforce zu vervollständigen. Okay. Aber die Frage ist jetzt, kann ich mir wirklich auch alles wünschen, wenn ich das Triforce finde? Ja, ich hoffe schon. Gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir. Ja, eigentlich können wir nur zurückgehen. Da brauche ich jetzt nicht so lange überlegen. So, warte mal, wieso? Achso, ich bin eh schon da. Da ist es. So, okay. Warte, jetzt muss ich das wieder so verschieben. Ich muss mal gucken. Okay. Das ist der Raum. Ja, zu dem gehen wir. Das ist der Wüstenraum. Okay. So. Warte, ich sollte mal kurz mal auf die Karte gucken. Damit ich weiß, was ich verschiebe. Okay, den. Okay. Da brauchen wir rechts einen Raum. Also eine Tür. Oder links, halt so seitlich. Okay, okay. Und
da links. Okay, es fehlen uns eigentlich nur die Triforce. Okay, let's go. Dann machen wir das. Aha. Mhm. Ja, Leute, ich habe keine Ahnung, was ich da mache, um ehrlich zu sein, aber ich mach mal. Am meisten kommen die Ideen erst, wenn man dann irgendwas macht. Konntest du nicht in die Mitte? Ja, stimmt, echt? Nee, nee, in die Mitte kann ich nicht. Nee, nee. In die Mitte. Achso, vorhin, ja, ja. Also, das meinst du, wenn so. Ja, ja. Also, vorhin konnte ich in die Mitte, aber. Es ist jetzt nicht das, was ich wollte. Weil ich will zu dem Raum, wo man. Weil es gibt noch einen Raum, wo man verschieben kann. Also den Raum und den Vulkanraum. Wenn ich den Vulkanraum in die Mitte packe, kann ich eigentlich echt extrem gut verschieben, oder? Na, eigentlich schon. Ja. Okay, warte, ich muss. Ich gehe zum Vulkanraum. So, gucken wir mal jetzt, wie wir das machen. Okay. Ich könnte theoretisch noch hochgehen, aber das bringt eigentlich nicht viel was. Jetzt könnte ich theoretisch da noch so ein bisschen verschieben. Dann kann ich vielleicht irgendwie. Was machen? Ja, das machen wir so. Und dann können wir da hin. Genau. Ja. So, dann haben wir den anderen Triforce noch. Und den linken. Ja, da muss man doch gucken, wie wir da hinkommen. Dann machen wir erstmal den einen. Das war schon am Anfang. Echt? Nee. Der Raum, der war rechts. Mhm. Wir haben das ein bisschen so verschoben. Ich weiß nicht, wie es ganz am Anfang war, aber ganz am Anfang war es so. Vielleicht, wie ich es vorhin verschoben habe. So, was vielleicht? Das sind nach hinten verschoben. Achso. Okay. Na egal, Leute. Es ist jetzt so. Ja, es passt. So, das werden wir bedienen. Da meinte ich ja, dass du doch die Mitte kannst. Ach so, so meinst du das. Ja gut, aber wo ich es vorhin war ich halt da halt, ne? Aber da konnte ich nicht dahin, glaube ich. Oder konnte ich halt nur dahin gehen. Und dann konnte ich dahin gehen. Genau. Okay, ein bisschen verwirrend, aber. Nee, ich meine, da wurde unten was. Achso, okay. Okay, ja, kann sein. Kann sein. Bitte, Siegebieter. Was denn? Dieses Wappen auf dem Boden, das Wappen von denen. Ich spüre die Macht des Triforce, die davon ausgeht. Es scheint jedoch nicht möglich, das Wappen zu erreichen. Ich schlage vor, einen anderen Eingang zu diesem Raum zu suchen. Einen anderen Eingang? Ich bin jetzt schon... Oh mein Gott, jetzt habe ich alles umsonst gemacht. Ich brauche den rechten Weg. Genau, immer wo eine... Achso, immer wo eine X ist, da ist eine Tafel. So, ja, da komme ich jetzt auch jetzt drauf. So. Okay, theoretisch. Nein, nicht theoretisch. Das wird so nichts, oder? Egal, ich gucke trotzdem. Nee, das sind so viele, da kann man nichts machen. So. Okay. Ich gehe am besten nach unten. Ich wollte das jetzt so einmal in den Kreis drehen lassen, aber wenn ich alles in den Kreis drehen lasse, dann drehen sie ja alle und nicht nur eine. Oh, die Stelle ist auch so blöd, ne? Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Oh, okay. Warte, wo ist eigentlich der andere Raum? Der ist jetzt da links. Aha, okay. Ah, guck's mal. So. Man muss es nicht so kompliziert machen. So. Oh
Und da können wir jetzt auch verschieben. Warte mal, können wir da gleich so ein bisschen so mit verschieben? Wartet. Na, ich glaube noch nicht. Lass mal erstmal noch. Bevor ich es wieder kaputt mache. So, okay. Mhm, so ein Raum. Ein Wüstenraum. Bitte, Sie, Gebieter. Mhm. Ich sehe. Dieses Wappen auf dem Boden ist Wappen von Nairu. Ich spüre die Macht des Triforce, die davon ausgeht. Der Weg dorthin scheint jedoch versperrt zu sein. Lenke deinen Blick in diese Richtung. Dort befindet sich eine Kugel der Zeit. Nutze die Kugel der Zeit, um den Weg zum Wappen zu öffnen. Nicht spoilern, ja? Das spoilert sie gleich. Als hätte ich das nicht gewusst, hätte ich das gesehen, ja? So. Okay. Aha. Mhm. Oh. Okay, jetzt kommen die Bälle wieder. Bälle. 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 Der tut auch immer so, ob er ein Boss ist, ne? Wenn er die Bälle rausholt. Alter. Autsch. Robin. Da hat er einfach mal seinen Tod ein bisschen ausgezögert. Dieser Schlinger. Oh, aha. So ein Ventilator. Okay. Ja, sieht ein bisschen verwirrend aus. Aber es ist nicht zu verwirren, Leute. Ich check dir jetzt die Lage. Ja, ja. Ich check das. Passt auf. Wir müssen hier lang. Ja, ganz genau. Und, aha, da ist so ein... Einer da unten. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Ja. Nee. Okay. Was ist, hä? Ich habe ein Masterschwert. Ich habe ein Masterschwert. So. Was hat das zu bedeuten? Kann ich irgendwas machen? Irgendwie ist es so weit weg. Aha. Was ist das da? Moment, ich muss es mal von der Ferne angucken. So, genau, da muss man einen Pfeil durchschießen, Leute. Ins Auge. Ah, zielen, zielen. Link, zielen. Ah, gut so. Okay, das geht auf. Sehr gut. So, das nehmen wir mit. Hier haben wir... Aha. Mhm. Ah! Lass meine Zeitstein in Ruhe. Immer diese Pflanzen. Das ist mein Zeitstein. Den habe ich gefunden. Aha, so ist das also. Ich verstehe, okay. Wie die sich nicht hinkriegen, es zu essen. Ja, das ist ein bisschen groß. Sieht man das? Das ist ein Teil, ne? Okay. So, jetzt. Okay, Leute. Ah, das ist ein bisschen eine doofe Position. Aber das geht. Eigentlich perfekt.
Und jetzt können wir da hin, Leute. Alter. Easy, Leute. Ja. Der Link, der ist einfach so ein Profi. Link, weißt du, dass du eigentlich so cool bist? Ich bin eigentlich auch gespannt auf den Zelda-Film, der gemacht wird, ne? Es kommt ja ein Zelda-Film raus. Da bin ich mega gespannt. Wie der so wird. Ah, okay, ist hier ausgegangen. Ich dachte, sie ist nicht ausgegangen, aber gut. Okay, let's go. Kann ich eigentlich schon von da aus? Ich glaube nicht. Machen wir lieber von da. Okay. Dann rein damit. Link, rein da. Nein, ich meine, den Schwert reinstecken. Und nicht wieder zurück in die Scheide da. Und da haben wir das Triforce. Der Weisheit. Diese Macht wurde einst den Menschen von Göttern geschenkt. Sammle die drei Artefakte und du die unendliche. Blablabla. Sammle ein weiteres Artefakt. Okay. So. Jetzt will ich nur noch eins. Wie wir das jetzt anstellen, ich habe keine Ahnung. Okay, das ist eigentlich mega perfekt, ne? Das muss ich eigentlich gar nicht verschieben. Muss nur den mittleren Bereich machen. Achso, nein, warte, Quatsch, ich muss nach rechts. So. Okay. Okay. Der Dungeon ist richtig cool, das feiere ich irgendwie. Auch wenn man nicht darin gut ist, aber man feiert es einfach so lösen. Da könnte ich auch verschieben. Was soll ich rechts oben verschieben? Ich glaube, rechts oben ist am klügsten, ne? Ja, ich glaube schon. Weil dann habe ich mehr Platz zu verschieben, glaube ich. Ach so, warte mal. Okay, Moment. Ich glaube... ich habe keine Ahnung. Ich kann es mir schwer vorstellen. Vielleicht ist doch der Bereich unten besser. Warte, ich schiebe den... Genau, ich schiebe mal den... Ich schiebe mal den da raus. So, okay. Ja gut. So, warte, ich kann eigentlich so machen, genau. Okay. So, okay. Ich wollte jetzt komplett was anderes machen, aber so hat's irgendwie auch geklappt. wir den rechts unten in rechts wieder, ja. Ja, eigentlich wollte ich das auch so machen. Ich wollte es auch so machen. Aber dann ist irgendwas komplett was anderes entstanden. Also noch eine andere Lösung. Sehr gut. Gib bitte, ich habe dir etwas zu berichten. Dies ist der Raum, in dem das Wappen von Dim befindet. Du warst bereits hier. Genau, das stimmt. Die Wahrscheinlichkeit, dass du die heilige Kraft erreichen kannst, wenn du die Lava überquerst, liegt bei 60%. 60%? Das ist aber nicht viel. Halte
an deinen Willen fest und schreite voran, Gebieter. Okay. Müssen wir was berichten? Du warst vorhin doch auf der richtigen Seite. Das wär's jetzt noch. Was ist da oben? Und Shortcut, ne? Ja. Okay. Alles klar. Achso, ich hätte einfach nur... Egal. So, jetzt schwimmen. Okay, Fledermäuse. Husch. Wer schwindet? Du auch. Was ist da da? Die lenken ab. Muss mich umgucken. Aha. Da ist was. Ups. Nein, nicht die Bombe. Ah. Moment. So. Ah. So. Badalilim badam. Oh, achso. Ich glaube, das ist jetzt nicht so effektiv, was ich da gemacht habe. Egal. Let's go. Oh. Aha. Warte, wir fallen wieder. Okay. Oder warte mal, war das eigentlich? Nein, passt schon. Es hat Dilidin gemacht. Das ist schon richtig. Wollte sagen, vielleicht muss ich so irgendwie in die Mitte sein und irgendwas in die Mitte machen. Mhm, es sind Herzen. Aber ich brauche keine Herzen. Ja, schöne Fahrt. Bam, bam, bam. Bip, bum, bum. Oh, drüber springen. Okay, jetzt sind wir da. Und da haben wir einen Shortcut. Nice. Und hier, was können wir... Können wir hier irgendwas machen? Nee, ich glaube später. Okay. Gut. Ups, wollte das so... Genau. Geht das? Ah, egal. Nehmen wir meinen Käfer. Oha! Dunkle Fledermäuse! Warte mal, war das gut? Ja, das war gut. Okay. Ja, ich muss sagen, das ist ganz nett, der Raum. So eine Lava-Fahrt. Ganz angenehm. Den kann er ein bisschen so entspannen. Nicht immer nur fighten, so. Kann ich mal die Zunge verschlucken. Okay, geht's jetzt aus? Los, Link, spring! Spring! Oh Gott. Link, das war knapp. Was eigentlich nicht, aber egal. Job! Das war jetzt gefährlich. Oh, das war nicht gut. Ich hätte doch den Schalter aktivieren müssen. So, okay. Let's go. Da ist ein 100er Rubin. Oha, den gönne ich mir. Nice.
Ich glaube, ich werde mir nichts mehr kaufen, aber den muss man trotzdem mitnehmen. So, jetzt ist das frei, ne? Jetzt frage ich mich aber. Ach so. Ah, passt schon. Ich dachte, ich muss nach rechts, aber ich muss nach links. Oh, warte, das war jetzt nicht gut. Das war ein bisschen zu früh. Oh, das war jetzt auch ein bisschen zu. Wieso nutze ich den Käfer? Warte nochmal. So. Wenn ich hochkomme. So. Genau. Weil sonst hätte ich ihn wieder verpasst, ne? Okay. Da sind wir. Oh. Da ist auch so ein Feuerfröschel. Hallo, ihr. Schlingels. Denkt dran. Ich habe was, was ihr. Ja, ich habe was. Also aufpassen, ja? Lieb sein. Ich sag ja lieb sein. Lieb sein. Lieb sein. Warte, jetzt muss ich mich ganz kurz konzentrieren. Okay, kurz so. Oh ja, und jetzt sind wir da. Na, warte. Erste das nutzen. Wer weiß, vielleicht ist da jetzt ein Boss oder so, ne? Dabei war das jetzt so easy. Aber vielleicht ist da jetzt so ein. Keine Ahnung. Nein, doch nicht. Okay. Du hast den Troll aus der Kraft erhalten. Diese Macht wurde einst den Menschen von Göttern geschenkt. Sammle die drei Artefakte und dir wird die unendliche Kraft geschenkt, die dir jedoch jeden noch so großen Wunsch gewährt. Das Treffer ist vollständig. Mit seiner Macht kannst du Zeldas bitte nachkommen und den Todbringer vernichten. Okay, ich wünsche mir, dass der Todbringer tot ist.